bevor ich wiedergeborener Christ wurde. Zumindest nach allem, was ich weiß, wann ich meine, dass das passiert ist, hatte ich eine sehr interessante Erkenntnis, die mir sehr am Herzen liegt und die mir damals sehr am Herzen lag, die ich gerne mal teilen möchte. Und zwar habe ich mich aus persönlichem Interesse viel damit beschäftigt, welche Faktoren sorgen dafür, dass ein Mensch glücklich ist. Und ich bin auf genau 4 Faktoren gestoßen. Immer wenn es mir gerade nicht so gut ging, wenn ich nicht so glücklich war, und diese 4 Faktoren echt krass kultiviert habe, dann ging es mir deutlich besser. Ist kein Geheimnis, wahrscheinlich würde man durch Nachdenken selber drauf kommen, aber es ist spannend, als wenn es genau an diesen 4 Punkten festmachen kann. Und wenn einer davon fehlt, merkt man schon, irgendwie geht es mir schlechter. Wenn 2 davon fehlen, noch schlechter. Also ich fange mal an. Faktor 1 ist ausreichend und guter Schlaf. Faktor 2 ist eine gesunde und ausreichende Ernährung. Faktor 3 ist regelmäßig, ausreichend und beanspruchend Sport machen. Und Faktor Nummer 4 ist regelmäßig in Gesellschaft sein. Besonders in Gesellschaft mit Freunden. Es müssen allerdings keine Freunde sein. Wenn diese 4 Faktoren gegeben sind, wenn man das alles hat, dann wird man zumindest merken, dass man eine gewisse Grundzufriedenheit im Leben hat. Und das habe ich bei mir festgestellt und ich war echt begeistert davon. Ich bin ein Mensch, der eigentlich gar nicht so gerne Sport macht. Aber besonders das habe ich dann festgestellt, dass es echt einen riesen Unterschied bei mir macht, wie ich mich fühle und wie ich einfach meine ganze Umwelt empfinde und was so in mir persönlich abgeht, wie ausgeglichen ich bin. Und also das kann ich nur empfehlen, das würde ich auch jedem Christen empfehlen, immer mal wieder drauf zu gucken, passen diese 4 Sachen bei mir. Aber es gibt noch eine größere Erkenntnis. Ich habe nämlich festgestellt, auch wenn das alles kultiviert ist, so richtig glücklich bin ich nicht. Und dann ist immer die Frage, was fehlt? Und da wird es dann spannend. Also nehmen wir mal das Beispiel, ein Mensch kultiviert alle diese 4 Faktoren und stellt fest, irgendwie, ich habe immer noch eine innere Leere. Ist das alles gut? Im Großen und Ganzen bin ich glücklich, aber irgendwie, das kann doch nicht alles sein. Und das ist jetzt meine Theorie. Ich glaube, sie stimmt. Aber wie Patrick Bateman einst sagte, man kann sich immer nur in sich selbst hineinversetzen. Also jemand stellt fest, diese vier Faktoren hat er wirklich gut kultiviert, aber hat trotzdem innere Leere. Dann versucht man meistens, diese letzte Leere durch die perfekte Beziehung oder durch das Gründen einer eigenen Familie zu schließen. Das Problem wiederum ist, wenn wir uns anschauen, wer wird denn depressiv, dann sind es zum Beispiel bei den Männern besonders junge Väter. Und ich meine, das hängt auch damit zusammen, dass man immer so ein Ziel vor Augen hatte, wenn ich das noch in meinem Leben habe, dann habe ich weniger innere Leere und dann plötzlich ist man Vater und die Leere ist immer noch da. Na, das Gleiche ist mit regelmäßig guten Sex haben. Nach ein paar Monaten merkt man immer noch, ja, das ist jetzt zwar ganz schön, dass ich es im Leben habe, aber irgendwie so diese innere Leere, sie ist noch da. Es ist nicht das, was sie füllt. Und ich habe es nie gefunden, was es füllt. Ich glaube auch nicht, dass man diese innere Leere und Sehnsucht füllen kann. Ich glaube, beim einen ist sie stärker, beim anderen leichter ausgeprägt. Ich glaube aber, dass jeder Mensch sie hat. Und tatsächlich, als ich Jesus kennengelernt habe, als ich meine Sünden ans Kreuz gebracht habe und erkannt habe, Jesus liebt mich. Und Jesus hat mich als sein Kind angenommen, war aber dieses tiefe Unglück, diese ungestillte Sehnsucht, die ich nie definieren konnte, war plötzlich weg. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Also man kann sich auf dem Kanal meine Lebensgeschichte anhören. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Nur Jesus hat sie plötzlich gefüllt. Und Jesus sagte mal Folgendes, ich lese es mal kurz vor. Matthäus 13, Vers 44 und 45.
Jesus sagt Folgendes und die Parallele ist sehr beeindruckend. Ich glaube, es ist genau das, wovon ich spreche. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Nochmal ein Parallelgleichnis im Vers weiter. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Hier werden zwei Menschen beschrieben. Der eine hat einen verborgenen Schatz entdeckt und der andere, der suchte eine kostbare Perle und hat plötzlich die kostbare Perle gefunden. Und bei beiden Menschen ist es das Gleiche. Sie sagen, das ist es, das und nichts anderes. Ich brauche eigentlich nichts mehr im Leben. Ich brauche nur diese eine Sache. Und alles in ihrem Leben wird irrelevant. Und sie kaufen diese Sache. Und so ist auch das Reich der Himmel. Alles verblasst, all das, was einem Mensch so normalerweise wichtig ist, verblasst zu diesem übervollen Wert, den das Evangelium hat, den das Reich Gottes hat. Kann man jetzt ganz viele Stellen aus dem Neuen Testament zitieren, denn Paulus sagt, alles ist Dreck, alles ist Kehricht im Vergleich zur Erkenntnis Jesu Christi. Und so ist es, so ist es. Das wollte ich mal kurz geteilt haben, aber nichtsdestotrotz, diese vier Nebenfaktoren sind natürlich auch im Leben eines Christen sehr nützlich. Ne? Weil wir sind halt stoffliche Wesen, wir sollten auf unsere Körper schauen, dass die gut funktionieren, dass wir halt nicht unnötig krank werden, dass wir gut im Saft stehen. Ich glaube, die Bibel ist auch eindeutig, dass Gott viele Dinge zulässt, die einfach nur aus einem schlechten Umgang mit unserem Körper resultieren und uns da einfach unsere Freiheit und freie Hand lässt. Und ich glaube, auf diese Faktoren zu achten, ist eine sehr gute Sache. Ja, soweit meine Geschichte von der inneren Sehnsucht, die meiner Meinung nach nur durch Jesus gestillt werden kann. Und als kleinen Anhang möchte ich noch ergänzen, als ich darüber nachgedacht habe, jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, nur weil du diese innere Leere hattest, nur weil du diese Sehnsucht hattest, heißt es ja nicht, dass ich sie habe. Vielleicht bin ich ja zu 100% glücklich, so wie alles ist. Also, meine Erwiderung ist, zum einen, ich habe nie einen Menschen kennengelernt, der sagt, alles passt so, wie es ist. Ich bin zu 100% glücklich, auch wenn ich Jesus nicht in meinem Leben habe, von dem du da redest. Und dann das andere ist, jeder ist ein individueller Mensch, jeder empfindet die Dinge anders. Ich nenne es mal die bibeltreuen Christen, die bibelzentrierten Christen sind eindeutig in der Minderheit, was die Bevölkerung in Deutschland und die Weltbevölkerung betrifft. Es ist natürlich klar, dass da erstmal viele widersprechen würden, aber ich fände es wirklich spannend, mal einem Menschen zu begegnen, der sagt, keine Ahnung, ich bin Atheist oder ich bin Agnostiker, aber ich bin zu 100% glücklich, ich habe keinerlei innere Leere in mir. Das wäre sehr spannend, ein Austausch. Austausch ist immer gut, Austausch schadet nie. Aber ansonsten kann ich nur auf diese herrlichste aller Botschaften hinweisen. Jesus, wie formuliere ich es am besten? Jesus übertrifft alles. Wer ein bisschen in Jesus hineingeschmeckt hat, und hier zitiere ich sehr gerne jetzt zitiere ich sehr gerne Hebräer Kapitel 6, wer ein bisschen die Kräfte der künftigen Weltzeit geschmeckt hat. Hebräer 6 sagt nämlich, dass jemand, der mit Christen zu tun hat oder der beginnt, Jesus ein bisschen kennenzulernen, der kann Kräfte der künftigen Weltzeit schmecken. Wer das einmal geschmeckt hat, der merkt in der Regel, wovon ich rede und warum das alles in den Schatten stellt.